Palamu, das ist so ein Bäcker, war eine Malerin und Zeichnerin, die sehr jung, mit 31 Jahren, 1907 gestorben ist. Und das ganz Besondere an ihrem Werk eigentlich und überhaupt an dieser entscheidenden Schaffensphase in ihren letzten Jahren 1906-07 ist eigentlich, dass dieses Werk entstanden ist zwischen zwei Generationen. Einer großen, sagen wir Max Liebermann etwa, und auf der anderen Seite den jüngeren Künstlern, etwa des Blauen Reiter und der Brücke-Künstler. Sie hat mitten dazwischen gearbeitet und hat eigentlich der Moderne neue, absolut neue Impulse gegeben auf die ihr eigene Art und Weise. Sie war künstlerisch, konnte man sie nie irgendwo einordnen wirklich. Sie war eine Ausnahmeerscheinung in ihrer Zeit, in ihrer Umgebung, in Worpswede, nahe Bremen. Sie war eine Künstlerin, die ihr ganz eigenes Ding gemacht hat und ihre ganz eigene Ausdrucksweise in der Malerei gefunden hat, als es noch überhaupt keine Begriffe gab für das, was sie gemacht hat. Mit der Auswahl, die wir getroffen haben für diese Ausstellung, wird eigentlich der Versuch gemacht, darauf zu schauen, welche kunsthistorische Bedeutung diese Werke eigentlich international haben. Wir zeigen vor allem anhand von Reihen, die sie gemalt hat, auch eine Entwicklung in ihrer Malerei. Denn darum geht es uns ja, sie wirklich als Künstlerin der Moderne zu zeigen. Vor allem in ihren Kinderbildern, die eben anfangen ja in Worpswede und in der Umgebung und in der Landschaft und irgendwann wirklich sich in diesen Mädchenakten dann gipfeln, wo sie wirklich die Kinder überhöht und zu einem Archetyp führt. Und dann auch ihre Selbstporträts. Da haben wir auch eine ganz starke Reihe, wie ich finde, wo wir sehen können, wie sie mit Abklatsch, also mit Monotypien, sie presst Gemälde auf Börsenergebnisse und malt die dann weiter, verfremdet. Und dann sieht man wirklich so eine Entwicklung vom eigenen Porträt hin zu einer Maske, zu einer Maskenhaftigkeit, zu der sie auch gelangen wollte, eben weg vom Individuum hin zu einer Überhöhung. Die Birkenbilder sind relativ frühe Gemälde von Paula Modersohn-Becker. Sie entstanden um 1900 und 1901. Und wir sehen bereits in dieser Frühphase die neue Radikalität, der sie sich der Landschaftsmalerei widmet. Und wir sehen innerhalb dieser Birkenbildnisse ihre verschiedenen Malweisen, wie sie mal pastos mit der Farbe arbeitet, dann wieder ganz eben oder auch innerhalb eines Gemäldes beides verwendete und wie sie eben die Birken aus dem worpswedischen Landschaftsgenre isoliert. Man sieht fast nie eine Krone, sondern nur den Stamm, den sie wirklich als Individuum gestaltet. Ihre Motive kommen fast alle aus Worpswede, aber ihre Form, ihre bildnerische, ihre künstlerische Form haben sie durch die Pariser Einflüsse und nicht nur die Pariser Einflüsse, auch durch Einflüsse anderer Künstler gefunden. Also man muss sagen, es gibt eigentlich bei ihr dieses dauernde Spannungsverhältnis zwischen Worpswede, die eigentliche Heimat, was die familiären Zusammenhänge angeht, und auf der anderen Seite aber die geistige künstlerische Heimat Paris. Wobei man immer sagen muss, Paula Modersohn-Becker hat nicht irgendwo abgekupfert, sondern sie hat auf eine sehr künstlerische Art und Weise Anregungen verarbeitet und daraus ganz eigene Bildwelten geschaffen. Die Skizzen haben zwei verschiedene Funktionen. Das eine ist ein kleiner Komplex von Zeichnungen, die in Paris entstanden sind. Die sind deswegen so wichtig, weil sie in Paris kaum Motive aufgenommen hat, das heißt auch kaum Gemälde gemacht hat. Und das andere sind die späten Zeichnungen, Skizzen, die absolut radikal sind, wo es aus der Zeit nichts Vergleichbares ergibt. Das ist hochinteressant. Dass da eigentlich noch mal wieder in der Zeichnung am Ende ihres Lebens so ein Neubeginn avisiert wird. In
dieser Ausstellung, glaube ich, kann man Paula Modersohn-Becker als Ganzes neu entdecken. Und das ist sicher eine Besonderheit dieser Ausstellung und sicher auch, dass wir eben das späte Werk mit den Neuansätzen, die sie da macht, insbesondere was den starken Einsatz der Farbe in ihrem Spätwerk angeht und den verfremdenden Einsatz der Farbe, das ist etwas weiteres, was sicher in dieser Intensität bisher noch nicht wahrgenommen worden ist.